Hallo, in diesem Video besprechen wir das Fenster quadratisches Ergänzen. Vielleicht fragst du dich, was dieses Fenster im Arbeitsblatt quadratische Funktionen verloren hat. Mit dem quadratischen Ergänzen können wir Funktionsgleichungen, die in der Polynomform gegeben sind, in die Scheitelpunktform umformen. Das machen wir im nächsten Video. In diesem Video eignen wir uns einfach mal diese Kompetenz an. Es ist ein bisschen wie binomische Formeln rückwärts rechnen, deshalb solltest du die binomischen Formeln können. Dann erkläre ich einfach mal das erste Beispiel. Wir haben hier gegeben x² plus 6x. Und dieses 6x verändern wir. Ich hebe den Faktor 2 hervor, das heißt, ich muss dann hier 3 hinschreiben. Schließlich muss das ist gleich, ja, gelten, das heißt, links und rechts muss genau das gleiche stehen. Dieses 2 mal x mal 3 finden wir hier auch wieder. Doch jetzt ist plötzlich plus 3 hoch 2 addiert. Das stimmt ja dann gar nicht mehr. Damit das stimmt, muss das ganze Gesamt 0 ergeben, also subtrahieren wir das gleiche wieder. Doch warum dieser Aufwand? Warum haben wir jetzt genau 3 hoch 2 addiert? Überleg dir mal und pausiere das Video. Wir haben es deshalb addiert, weil wir eben auf eine binomische Formel kommen möchten. Und hier haben wir a² plus 2ab plus b². Das a entspricht dem x und das b dem Dreier. Und beim nächsten Term haben wir hier das vereinfacht auf a plus b in Klammer hoch 2. Minus 3 hoch 2 darf natürlich nicht verloren gehen. Das ist gleich hier muss auch stimmen. Das heißt, das schreiben wir hinten einfach noch dazu. So funktioniert's. Und vielleicht kommt euch das hier schon ein bisschen bekannt vor. Es ähnelt schon sehr der Scheitelpunktform. Gut, dann macht ein Beispiel selbst. x² minus 12 mal x. Pausiere am besten das Video. Wir ziehen also aus dem Ausdruck minus 12 mal x den Faktor 2 hervor. Übrig bleibt minus 6. Das Ganze ergibt dann x² minus 2 mal x mal 6 plus 36 oder plus 6 hoch 2, ganz egal, wie man es lieber hat. Und dann natürlich minus 6 hoch 2. Hier haben wir die binomische Formel. Dieses Mal die zweite, a² minus 2 mal ab plus b². Und diese möchten wir hier auch wieder vereinfacht darstellen. A minus b in Klammer hoch 2. Und dann haben wir eigentlich auch schon die Lösung. Das ergibt nämlich x minus 6 in Klammer hoch 2 minus 36. Na dann, gehen wir doch gleich zum nächsten Video und probieren das aus.